Jungs, damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodon zu einem neuen Part. Ja, let's go Evoli, Pokémon, let's go Evoli mit dem Zwergenfürst. Und da haben wir schon wieder den Trainer, den wir im letzten Part nicht geschafft haben. Fordern wir ihn jetzt heraus. Auf geht's. In diesem Berg hier auf dem Weg nach Lavandia sind wir und wir kämpfen gegen einen Trainer und die Blackie. Na dann. Supi! Los, Blacky, wie wär's denn mit Doppelkick? Funktioniert's? Jo, das funktioniert sowas von. Flammenwurf von Vulpix. Ach ja, mein Team musste schon unterwegs ein wenig kämpfen. Wir sind leider offscreen auf einen Trainer gestoßen, den wir besiegen mussten. Aber das wird schon irgendwie gehen. So, einen von zwei besiegt. Claudia setzt Kanabra ein. Claudia! Weiterkämpfen. Claudia. Mit ihrem Abra. Kanabra. Simsala. Nee, das ist tatsächlich Kanabra. Und wir setzen Doppelgig ein. Das wird wohl das Effektivste sein. Naja. Geht so. Es geht. Okay, das ist gar nicht gut. Vielleicht mal mit Flackerband versuchen. Vielleicht bringt das etwas. Jo, das bringt aber sowas von was. Nice. Da haben wir den Trainer besiegt. Fliegstarich Level 17. Du bist stärker als erwartet. Du gewinnst 2500 Pokémon oder gehst sicher aus dem Kampf gegen die Trainerin Claudia hervor. Du erhältst 5 Hyperbälle. Hyperball. Ja, nice. Oh, habe ich mich jetzt gerade erschreckt. Das oh nix. Ah, da zur Leiter müssen wir. Der nächste Trainer fordert uns heraus. Kennst du Pokémon Cosplay? Ja, kommt vor. Schwarzgurt Hero fordert dich raus. Ich habe schon so ein paar gesehen, aber selbst cosplayen? Nee. Ist nicht so meins. Da habe ich nicht die Ausdauer für. Aber ja. Cosplay ist schon eine feine Sache. Kann man machen. Wenn man die Zeit und die Geduld dafür hat. Die Energie. Dann bin ich nicht dagegen. Gerade Pokémon Cosplay, ja. Demnächst ist wieder ein Leipziger Buchmesse. Ja, da werde ich nicht sein. Aber das ist am 23. 21. 21.3. bis 24.3. wenn ich richtig gelesen habe. Ich werde nicht da sein. Warum wohl? Ich bin am 23.3. woanders. Ja. Brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. So, die kriegen wir doch kaputt. Macholo. Oder er kriegt uns kaputt. Ja, wie man es nimmt. So, Onix. Dann darf der mal durch die Gegend rollen. Na, rollen nicht, aber... Das ist ja ein Steinketzer. Schaufler darf er sich mal schaufeln. Durchschaufeln zum Gegner. Na komm. Hat auch nichts verfehlt. Ja. Schaufler. Na komm. Ich wollte gerade sagen, mach's alle. Aber joa, scheinbar nicht.
Na komm, Schaufler, mach schon alle. Das muss doch was bringen, Schaufel ist doch eine effektive Attacke. Ja, fast. Verdammt, ja, die Attacken sind sehr stark. Onyx wurde besiegt. So ein Mist. Dann Kit. Vielleicht. Na komm, nur noch den letzten Rest. Die HKP. Wir sind wahrscheinlich eh gleich draußen. Noch hier einmal die Leiter hoch. Dann müssten wir von draußen sein. Jo. So, hervorragend. Hero besiegt. Da konnte ich wohl nichts machen. Du gewinnst 672 Pokémon dran, die sich hörst du den Kampf gegen Hero hervor. Du hältst 3 Pokébälle. Na dann, weiter hier mit Onyx. Wir reiten auf den großen Onyx. Ein paar Pokémon hätten wir hier drin fangen müssen. ja. Das war verwirrend, da bin ich gerade aus Versehen mehrfach hoch und runter gelaufen. Du findest ein Säckchen Sternstaub im Beutel verstaut. Joa, Kleinstein und so weiter. Oh, der nächste Trainer. Ich bin extra bis hierher gekommen, um nach Pokémon zu suchen. Ja. Alles klar. Picknickerin Vicky. Vicky. Ja. Also doch eine sie. Jemand schon recht früh erfahren hat. Hey, hey, Vicky. Sieh fest das hier an. Ja. Das hat man echt immer verstanden. Das hat man wirklich immer verstanden. Vicky und die starken Männer. Reden kann ich nicht mehr. Los, Aquaknarre. Das blende ich in jedem Wort. Ja, nicht schlecht, aber eben halt nicht stark genug. Ich glaube, mein Anton hält es nicht aus. Der wird es nicht zu Ende bringen. Mauzi ist schon zur Hälfte besiegt, aber ja. Mauzi kann halt auch ordentlich angreifen. Jetzt ist es verwirrt. Das ist gut für uns. Aber ja. Na komm. Das war gut. Nochmal Aquaknarrer. Na komm. Lass es einmal aussetzen. Nein, aussetzen ist nicht. Flix wurde besiegt. Er hatte gute Chancen. Er hätte es hingekriegt. Es wäre eine Möglichkeit. Hätte es schaffen können. So, mein Team ist ziemlich geschwächt. An Pokémon fangen ist auch nicht mehr wirklich zu denken. Kopflos, na komm, gib ihm den Rest, gib ihr den Rest. Weiblich Smozi. Na komm, greif an, mach's kaputt. Ja, nice. Kit hat's besiegt. Ordentlich. Vulpix, das hatten wir doch schon mal. Da wäre jetzt natürlich mein Wasser-Pokémon Anton ganz gut, aber ja, Flügelschlag vielleicht. Vielleicht bringt das etwas. Na komm, Flügelschlag. Wow, das bringt einiges. So, dann wollen wir mal zack, den finalen Stoß. Und Vulpix besiegt. Kit ist doch ein ziemlich starker hier. Mit ihm kann man kämpfen. Du gewinnst 440 Pokémon Donner, gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin hervor und erhältst 2 Superbälle. Na, Spitze. Und weiter geht's. Hey, was haben wir denn hier? Ein Schildchen. Was steht denn da drauf? Felstunnel verbindet Azuria City mit Lavandia. Ja, auf Lavandia freue ich mich schon riesig. Da, ja, da müssen wir hin. Das ist ein nicer Ort. Und gerade die Musik, wie ich sie schon im Trailer gehört habe. Ja. Da freue ich mich schon seit ewig drauf. Fangen wir mal hier ein paar Pokémon.
Schade, tut's nicht. Na komm. Zack. Gut. Und eins, zwei, drei, vier. Nice. Rihorn gefangen. Level 21 Rihorn. Das bringt ein paar Erfahrungspunkte. Jo. In der Box ist noch ein klein wenig Platz. Ah, hier geht's raus. Nice. Route 10. Sind wir hier jetzt wieder am Anfang oder? Felstunnel. Da geht's lang. Oder wo geht's lang? Nein, wir sind nicht am Anfang. Hier ist ein Wanderer. Mein Team ist schon sehr geschwächt. Wir können jetzt hier nicht wirklich kämpfen. Wir müssen zu einem Pokémon Center. Und dann lacht er sich. Da lacht er sich was. Wanderer Lucius. Oha. Fordere dich heraus. Weiche Satan. Der Satan. Lucius. Nee, Lucifer war das. Sorry. Ja. Habe ich Lucifer mit Lucius verwechselt. Lucius war der aus Pokémon. Lucius, mein Freund. Lucius. Verzeih, Lucius. War nicht so gemeint. Oh, alle Vorlegungen. Fast besiegt. Ja, Pikachu jetzt hier in einem Kleinsteinkampf. Wird nicht so viel bringen. Blut. Ja, gelüde dich, Kleinstein. Ich werde dich schon besiegen. Ob jetzt nun mit Alpha Legion oder mit Kit. Werden wir sehen. Donnerstock hat keine Wirkung. Ja, gut. So viel dazu. Doppelkick vielleicht. Na komm. Ich wollte gerade sagen, wenigstens ein bisschen was darfst du dem abziehen. Den Kleinstein. Ein wenig Einsatz. Doppelkick. Na komm. Na komm. Das ist doch schon zur Hälfte besiegt. Steinhagel. Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir hin. Aber ja. Er wurde dann besiegt. Und Kit ist noch da, oder? Ja, nice. Kit kriegt das gebacken. Na komm. Du hast schon ein paar Trainer besiegt. Flügelschlag und bereite dem Ganzen ein Ende. Attacke. Ja, der sitzt genügend ein. Kann er sich ruhig gedulden. Oh, ja gut. Die Attacke war jetzt nicht ganz so stark. Kopflos vielleicht. Ja, du mit deiner Geduld. Kopflos, ich habe keine Geduld. Ich will dich jetzt sofort besiegt haben. Windstoß. Na komm. Aua. Der langt ordentlich zu. Na komm. Sein sanfter Windstoß bringt wohl nichts. Gegen so einen kleinen Stein. Flügelschlag. Na komm. Zack. Nice. Kleinen Stein besiegt. Du warst nur noch einer. Na komm halt durch, Kid. Ich weiß, du schaffst das. Georok. Vielleicht soll ich doch einen Trank einsetzen oder sowas in der Art. Supertrank. Wäre vielleicht nicht schlecht. Bitte halt durch, Kids. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg nochmal. Ich war schon raus. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg nochmal. Hilfe. Ich will nicht nochmal den ganzen Weg zurück durch den Berg laufen müssen. Beleber. Auweia. Blackie. Na komm, vielleicht kann die was in Richtung Steinhagel. Auweia. Jetzt so kurz vorm Ziel. Nicht zurück zum Pokémon Center vor dem Tunnel. Nein. Nein, 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 nein. Nicht doch. Nein. Na komm, Ivoli. Ein Item, ein Heilungs-Item. In der Hoffnung, sie hält's aus. Ja, die Batterie ist schwach, ich weiß. Na komm. Super Trank. Hält's durch, Blackie. Blackie, ich vertraue auf dich. Mein Starter-Pokémon. Ivoli. Komm, hält's durch. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Nice. So.
Einmal Doppelkick, flache Wand wird hier wohl nicht sehr viel helfen. Das geht doch schon. Lässt sich machen. Steinhagel, aushalten, aushalten, aushalten. Na komm. Okay, es ist hart, sehr hart. Wir schaffen das schon. Doppelkick, na komm. Na komm. Ist schon im roten Bereich. Steinhagel, oh nein. Bitte aushalten, 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 aushalten. Ivoli, du bist das Beste. So, super Tank. Na komm, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir gerockt. Gerockt. Guter Wortwitz. Den Georock. Na, so gut ist er nicht. Na komm, durchhalten, durchhalten. Na. Sehr nice. So, Doppelkick noch einmal. Na komm, mach's platt. Nice. Georock besiegt, Wanderer besiegt. Den Lucifer, den Lucius besiegt. Ha, 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 ach, hat er gar nicht gelacht, sondern genossen. Du gewinnst 1000 Pokémon oder gehst die Kriege aus dem Kampf gegen Lucius, den Wanderer, hervor. Du hältst 3 Pokémon. Na, sehr schön. So, Superbälle, 3 Superbälle auf dem Weg gefunden. So, hier geht's weiter. Oh nein, kann nicht, mein Team ist schwach am Boden zerstört und ich habe keine Beleber mehr, ich habe keine Items mehr. Ich muss zum nächsten Pokémon Center kommen. Mein Team ist wirklich am Arsch. Okay. Ich muss Ivoli heilen und hoffen, dass Ivoli das schafft. Nur mit Ivoli. Ach, so ein Dreck. Habe ich nicht irgendwo andere Items, mit denen ich was tun kann? Santara, Sablé, was bringt das? Statusprobleme. Ja, es bringt mir gerade herzlich wenig. Irgendwo anders irgendwelche Sachen, die dort in Pokémon Y gab es so ein Ding, was so ein ist eine Pflanze, so ein Wurzel-Gemix, was wie ein Beleber wirkt. Schöner Sand, ja. Ein Autogramm bringt mir auch recht wenig. Stärkungstasche, Blattstein. In der Fangtasche vielleicht was. Ich bin verzweifelt. Hier vielleicht mal kurz zwischenspeichern. Ach man, die Lage sieht scheiße aus. Na komm, forder mich heraus. Hey, du, möchtest du mein Pokémon sehen? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte zum nächsten Pokémon Center und meinen Pokémon heilen. Na toll, ein Lutexo. Ja, warum nicht? Warum nicht? Doppelkick vielleicht. Effektiv. Ja, okay, das geht. Na komm, halt jetzt aus. Halt aus, Ivoli, halt aus. Nice. Okay, das hat so gut eingesteckt. Doppelkick. Weiterhin Doppelkick. Na komm, du Texo besiegen. Das kriegst du hin. Na. Okay, noch einmal Doppelkick. Mach's alle. Zack. Nice. Lutexo besiegt. Geh doch. Blacky hält ein paar Erfahrungspunkte. Neues Level für Blacky. Fairen Dienterweise Level 27. So. Mein kostbares Pokémon. Du gewinnst 1200 Pokémon-Dollar und gehst siegreich im Kampf gegen Pokémonik vor. Du erhältst 3 Pokébälle. Nächsten Pokémon Center hoffentlich. Na, hier. Lavandia. Hört euch die Musik an und genießt.
Einfach geil, du. Aber jetzt gucken wir uns hinter mal kurz. Und da wären wir in Lavagna City angekommen. Und die Musik ist einfach bezaubernd. Nicht so wie in Pokémon Gelbe Edition bzw. Pokémon. Also die erste Generation halt, sondern hier im Remake. Sehr wundervoll. Also, die hört sich richtig melodisch an. So. Ich habe gesehen, wie die Mutter eines Dragossos versucht hat, den Rockets zu entkommen. Sie konnte aber leider nicht fliehen. Ich hätte ihr helfen wollen sollen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Ja, das kann vorkommen bei Team Rocket. Nicht. Die Flachpfeifen. Team Rocket würde für jedes Geld. Team Rocket würde für Geld jede noch so böse Tat verbringen. Naja. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass die Dicta aus Kanto vollkommen kahl sind? Mein Dicta hat nämlich Haare auf dem Kopf. Sollen wir mal unsere Exemplare tauschen, um sie vergleichen zu können? Ja, gerne. Habe ich denn eins dabei? Ja, ich habe eins. Ein Alola-Dicta. Sehr gut. Zum Tausch anbieten. Tauschen. Alola-Dicta gegen ein heimisches Dicta. Oh, wie aufregend. Worauf warten wir dann noch? Und der erste Tausch. Du gibst Dicta in die Obhut von einem anderen Trainer. Nice. Das sieht ja geil aus. Alola-Dicta. Und rüber getauscht. Geil. Das ist was wert. Das ist ein guter Tausch. Kümmere dich gut um Dicta. Alola-Form. Nice. Wow, es stimmt also. Sein Kopf fühlt sich so glatt und geschmeidig an. Danke, du hast mich damit sehr glücklich gemacht. Lass uns bald wieder tauschen. Ja, das entwickelt sich dann zu diesem Thomas Kutschalk-Typen. Ja. Dictri sieht aus wie... hat so eine richtig blonde, lange Haarpracht. So eine... ja. So nehmen wir es doch mal mit ins Team, oder? Wollen wir Onyx rausschmeißen und... Alola Dicta? Bericht. Was kann das denn? Das kann ja auch Schaufler, oder? Ach komm. So, Pantymos ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe schon oft überlegt, das mit ins Team zu nehmen. So, was hast du denn für Attacken? Kratzfurie, Schaufler, Schlitzer, Tiefschlag. Ja, komm. Ich nehme dich mit ins Team. Dem Team hinzufügen. Er kann Onyx mal verschwinden. Hat mit mir den Tunnel durchquert. Das war gut mit ihm, aber ja, jetzt muss er weg. Pantymos, was kann er so? Konfusion, Meditation, Duplexit, Mimikry. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Psycho-Pokémon. Das können wir gebrauchen. Das wird noch irgendwann nütze sein. Aber gegen wen tauschen wir das? Dem Team hinzufügen. Ja. Flix, das Wasser-Pokémon. Brauchen wir auf jeden Fall noch im Team. Kit ist sehr stark. Eigentlich gegen Pikachu, aber wozu? Alpha Dragon, ja, das wird halt das neue Alpha Dragon. Können wir dich benennen. Ja, gehen wir jetzt halt nicht nach Lavagna, machen wir im nächsten Part. Jetzt wird hier Pokémon benannt. Hallo, Dragossos tragen doch Schädelmasken, stimmt's? Die soll man teuer verkaufen können. Ja, kann sein. So, guck mal, Team. So. Im Namen, kann ich den Namen ändern? Nee, kann ich nicht. Was? Aber den Namen kann ich Namen ändern. Auch schade. Getauschte Pokémon, Namen ändern. Geht nicht. Ah, verdammt. Name ändern. Der Name. So ein Mist. Das heißt, der einfach dick da. So. Ja. Dann würde ich mal sagen, speichere ich hier mal zwischen. Und ja. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwang fest verpassen wollt.
Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut darin. Man sieht sich im nächsten Part. Hier in Lavandia City im nächsten Part. Na dann, ich freue mich auf den nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.